Moin Jungs, Adi's back und willkommen zur 620. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Und in der letzten Folge haben wir das, was ihr jetzt hinter mir seht, angefangen, nenne ich es mal. Und zwar ist es die Planung für unseren neuen Berg, beziehungsweise für die Spitzen des Berges. Wir haben verschiedene, wir haben hier so eine kleine, da eine bisschen größere und da hinten so das Maximale an Höhe, was wir so eventuell erreichen wollen. Das ist natürlich alles, das habt ihr nicht gesehen. Es ist natürlich alles noch nur der Entwurf, deswegen ist es auch einfach nur aus Erde gemacht, damit wir dann möglichst schnell auch wieder von wegkommen und so weiter. Ich war gerade noch im Creative, einfach nur, damit ich hier mal eben hinfliegen konnte. Wir haben hier außerdem noch diesen dritten da angefangen, aber leider nicht mehr ganz geschafft, zu Ende zu machen in der letzten Folge. Deswegen werden wir das jetzt heute noch machen. Ansonsten werden wir eigentlich nur das jetzt erstmal planen. Ich muss irgendwie schaffen, dass wir das verbinden hiermit. Eventuell gehen wir dafür halt auch mal hier so ein bisschen seitwärts. Dann wieder ein bisschen hoch. Und dann wieder ein bisschen seitwärts. Und dann wieder ein bisschen hoch. Und so weiter und so fort. Dass wir irgendwie da hinkommen. Weil ich will den Teil eigentlich nicht noch höher bauen. Wir müssen halt mal gucken. Also wie gesagt, alles komplett nichts fest, nichts ganz. Ich habe schon so ein bisschen auf euer Feedback mal geachtet. Wolfkopf hat zum Beispiel gesagt, erstmal hochbauen, danach kann man immer noch was runter machen. Das finde ich an sich auch eigentlich eine gute Herangehensweise. Ein Kumpel von mir hat auch noch privat geschrieben, dass er es ein bisschen zu hoch findet. Das kann ich gerade bei dem Ding auch verstehen, aber ich glaube, wenn man am Ende damit fertig ist, könnte das trotzdem ganz gut aussehen. Und natürlich kommen hier auch Details drauf und so weiter und so fort. Also so, dass das jetzt nicht einfach nur ein Berg ist, der hier vertikal hochgeht, logischerweise. Sondern, ja, ich will nicht sagen, lasst euch einfach überraschen, weil ich will euch natürlich damit einbeziehen und eure Ideen hören und so weiter, aber im Endeffekt ist es quasi so gedacht, dass, wie soll ich das sagen? Dass man hier drauf vielleicht auch mal eine Hütte hat, ein bisschen Schnee hat, vielleicht eine Höhle und so weiter hat. Müssen wir halt einfach mal gucken. Ich weiß es halt wirklich auch noch nicht. Ich weiß ja auch noch nicht mal, ob wir diesen Berg jetzt wirklich bauen. Und wenn, ob wir ihn so bauen, wie ich ihn jetzt hier habe. Das müssen wir einfach alles uns mal in Ruhe überlegen. Aber dafür müssen wir halt uns auch vorstellen können, worum das hier überhaupt geht. Ne, deswegen mache ich das so. Das war ein bisschen dumm, aber gut. So. Den Teil muss ich jetzt natürlich irgendwie noch wegkriegen. Mal so. Bau das ab. Und währenddessen, während ich hier so ein bisschen rumbaue, kann ich ja euch erzählen, was ich heute gemacht habe. Denn ich war heute in der Großstadt. Ihr müsst ja wissen, ich bin ein absolutes Landei. Also meine nächsten Nachbarn sind Kühe. No shit. Okay, meine nächsten Nachbarn sind unter mir. Aber gegenüber direkt ist eine Kuhweide. Deswegen sehr ländlich hier. Und heute war ich in der Großstadt. Und es war ziemlich nice, aber auch gleichzeitig halt typisch Großstadt so. Was ich halt auch nicht so geil finde, weil, wie gesagt, Landei und ich mag es halt auch eigentlich nicht so sehr mit so ganz vielen Menschen und so weiter. Und Großstadt ist halt auch immer dreckig. Finde ich auch nicht so nice. Aber was in der Großstadt natürlich auch ist, da sind Läden, die man so zu Hause natürlich nicht hat. Und das ist natürlich immer ziemlich schön. So, bevor ich jetzt aber weiterrede. Wir haben da hinten noch diesen kompletten Bereich, da wo jetzt auch noch die Bäume sind, ne? Ich finde halt, durch diese Hügelkette hier ist unser Bereich da eigentlich ziemlich gut abgegrenzt. Ich würde halt hier hinten auf dieser Fläche da, hinter diesem großen Baum, da möchte ich eigentlich gerne noch eine Hütte hinbauen. So eine kleine Fischerhütte, die so fernab vom Rest ist. Und dann hier vorne vielleicht ein paar Felder noch, dass wir das Feld vielleicht weiterführen oder andere Felder und so weiter machen. Und dann vielleicht einen ganz kleinen Weg, der hier so vorbeigeht zu dieser Hütte. Den Rest dieser Fläche brauche ich eigentlich aber nicht. Bedeutet, wir könnten theoretisch
da auch noch komplett Berg draufsetzen. Wir sind vorsichtig sein, damit das nicht passiert. Ach, come on. Ja, also hier diesen kompletten Teil könnte man auch noch in einen Berg packen. Also könnte man quasi sagen, man geht hier nochmal hoch. So. Und wie gesagt, das hat absolut keinen Rhythmus, keine Logik. Ich versuche das irgendwie relativ natürlich aussehen zu lassen, wie man hier so hoch geht. Ob das mir jetzt gelingt oder nicht, dürft ihr entscheiden. Ich finde, bis jetzt ist es ganz okay. Aber wie gesagt, dürft ihr entscheiden. So, gehen wir mal wieder ein Stück nach hier vorne. Dann gehen wir wieder nach hier. Nehmen wir neue Erde, weil wir schon wieder keine haben. So. Und ja, wie gesagt, also es gibt Läden in der Stadt, die es natürlich auf dem Land nicht gibt. Zum Beispiel Five Guys. Mega geil. Habe ich mir gegönnt, beziehungsweise meine Mutter und ich haben uns gegönnt. Und es gibt einen Lego-Laden, wo ich drin war. Und ich hatte fest vor, mir etwas zu kaufen. Aber da wusste ich noch nicht, dass es bei Amazon billiger ist. Also ich hatte zwei Sachen mir so überlegt, wo ich sagen würde, die hätte ich gerne. Und zwar einmal den Millennium Falcon. Den wollte ich schon länger mal haben, aber habe mir dann immer erst irgendwelche anderen Sets geholt. Und als zweites von Bad Batch, auch von Star Wars, das Schiff, was die da benutzen. So. Das Ding ist halt, oder das Problem an der Sache ist, warum ist hier ein Erdblock? Problem an der Sache ist, dass beide der Sachen, oder nee, anders. Der Millennium Falke war teurer als ich dachte, er kostet 160 im Laden. Ich dachte, er war bei 120, aber das war einfach mein Fehler. Und ich hatte halt so 120 als maximales Budget mir gedacht, auch wenn das auch schon teuer wäre und ich es eigentlich besser nicht machen sollte. Ich wollte halt mal wieder was von Lego haben. So, sorry, aber wurde mal wieder Zeit. Ich habe jetzt ein paar Monate, ja, eine gewisse Zeit nichts gehabt und deswegen hatte ich ja mal wieder Bock drauf. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, das von Bad Batch, das hat genau 100 gekostet. Habe ich gedacht, okay, das kann man machen. Hab dann aber nochmal überlegt, also wir sind da erst reingegangen, sind dann aber nochmal ein bisschen weitergegangen und auf dem Rückweg habe ich dann gedacht, werde ich mich entscheiden. Aber da ich dann unterwegs auch mal geguckt habe, wie teuer die Sets gerade bei Amazon sind und ich dann feststellen musste, dass beide Sets deutlich billiger sind bei Amazon. Und mit deutlich meine ich deutlich billiger. Also das von Bad Batch kostet, wie gesagt, im Laden 100. Und bei Amazon hat es 71 gekostet. Das sind 30 Euro weniger. Das fand ich nicht nur dann ziemlich frech, vor allem weil Lego ja letztens scheinbar schon wieder die Preise erhöht hat. Was an sich auch schon wieder frech ist. Weil Lego ist schon viel zu teuer. Für Plastikspielzeug. Aber gut. Man ist ja selber schuld, wenn man es unterstützt. Ne? Dann darf man sich auch nicht drüber beschweren. Ja. Aber ich habe dann gesagt, nee, weißt du was, das mache ich nicht. Dat, ich lasse mich hier nicht verarschen. Dann kaufe ich das lieber bei Amazon selber. Und spare halt 30 Euro logischerweise. Aber ich hatte halt richtig Lust, mir einen Karton zu kaufen und den mitzunehmen nach Hause. Und mich auf der Rückfahrt zu freuen und so weiter. Und das konnte ich halt jetzt nicht. Was ist denn hier rein? Hier ist eine Höhle. Lol. Ja, und das konnte ich halt jetzt nicht. Aber dann habe ich gedacht, okay, es kommt am 1. August noch ein Set raus, wo ich richtig Bock drauf habe. Und dann habe ich das einfach heute vorbestellt. Also das ist auch im Budget. Das ist der BD-1 von Jedi Fallen Order. Der Droide. Der ist halt super süß. Ich finde den total cool. Und deshalb habe ich dann gesagt, ja komm, dann nehme ich den halt. Den wollte ich halt eh haben. Und dann ist das halt einfach das Ding, was ich mir jetzt hole, anstatt dass ich mir eins von den beiden Sachen hole, wo ich mir erstens auch nicht ganz sicher war, welches ich jetzt haben wollen würde.
Und wo ich zweitens auch ein bisschen unzufrieden war mit den Preisen. Also 71 für das Bad Batch Ding, das geht auf jeden Fall. Und eigentlich hatte ich halt dann auch überlegt, dass man vielleicht jetzt das Ding kauft und dann im August, wenn das andere rauskommt, den anderen. Aber das ist natürlich dann auch ein bisschen viel. Ne? Not gonna lie. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ich jetzt nur eins hole und dann beim nächsten Mal irgendwann das andere. Genau. Ich versuche hier gerade nebenbei einfach nur so ein bisschen die Konturen zu machen. Dass wir so wissen, wo und wie die Berge einzeln irgendwo hoch und runter gehen. Dass wir die so irgendwie ein bisschen verbinden können. Genau, dass wir jetzt vielleicht von hier vorne irgendwie weitergehen können. Nicht so. Sondern von hier irgendwie. Dass wir so quasi die Spitzenlinie, die Ridgeline, wenn du so möchtest, abzeichnet. Dass man so die Spitzen miteinander verbindet. Das fände ich eigentlich ganz praktisch, glaube ich, für uns zum Sehen. Und dann werden wir natürlich auch hier dementsprechend die Bäume fällen müssen. Aber das ist ja nicht allzu schlimm. Und dann durch das Verbinden werden wir natürlich auch sehen, ob das hier alles generell hinkommt und Sinn macht und so weiter. Und ja, gehen wir nochmal hoch. Wie machen wir es als nächstes? Ich glaube, es ist fast am leichtesten, es einfach von hier oben weiterzuführen. Weil wir müssen halt hier irgendwie so hin. So. Das Problem ist halt, ich würde halt sehr gerne auch verschiedene Höhen reinbringen. Ne? Also ich will es jetzt natürlich nicht alles auf einer Höhe lassen, aber ich kann halt nicht nach unten bauen, weil das halt in Minecraft leider nicht geht. Was ein bisschen schade ist. Aber gut, müssen wir halt irgendwie gucken. Ich meine, so geht es natürlich ja auch. Dass wir da so ein bisschen Dreidimensionalität reinkriegen. Und das nicht alles komplett auf einer Höhe ist. So. So. Zack. Und zack. Und zack. So, den müssen wir dann natürlich verbinden. Irgendwo mit dem da oben. Keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Aber das Gute ist, wenn man von hier weiterarbeitet, kommt man ja eigentlich überall hin, weil wir ja nur nach oben müssen. So, denke ich mir jetzt. Also die Logik, finde ich, ist gerade irgendwie nicht fehlerhaft. Hoffe ich. Muss nur gucken, wie wir das machen. Nehmen wir mal 2 nach oben, weil wir müssen ja schon noch gut was an Höhe gewinnen. So, hier wieder hoch. Nochmal 2 hoch. Wir haben gleich definitiv auch keine Erde mehr. Aber wir haben noch Erde. Das ist gut. Ja, hier nochmal ein bisschen weiter. Dann gehen wir hier wieder 3-mal hoch, sagen wir einfach mal. Also wenn ihr selber mal einen Berg baut, ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik eigentlich, wenn man sich das so erstmal ausmalt, damit man den Rest am Ende eigentlich nur noch verbinden muss. Aber wenn ihr zum Beispiel mal einen Berg gebaut habt und dann noch ein paar andere Tipps habt, dann immer her damit. Weil, wie gesagt, das ist mein allererster Berg und ich kann deshalb allein schon kein Experte sein. Und bin dadurch natürlich sehr, sehr offen für Tipps. Und auch sehr dankbar für Tipps, wenn ihr welche habt. Oder generell wie nennt man's? Gedankenanstöße nenne ich es jetzt einfach. So. Immer noch ein Stack Erde haben wir noch. Okay. So. Jetzt müsste man sich natürlich überlegen, irgendwie von hier nach da oben. Aber wenn ich jetzt hier so den Rest sehe, denke ich halt wirklich, dass das eventuell doch ein bisschen zu hoch ist. Wir können natürlich von da hinten irgendwo, von hier so, von der Ecke zum Beispiel, können wir uns nochmal hochbauen und das dann erstmal verbinden und dann nach da oben gehen. Ich glaube, das ist cleverer. Da.
brauche auch eigentlich nicht kraxeln, ich kann fliegen. Ich dachte, das ist ein Huhn, es sah aus wie ein Huhn. So, holen uns nochmal Erde. Zack, wir werden natürlich jetzt keine Zeit mehr haben, um das komplett zu bauen. Da mache ich mir auch nichts vor. Aber ich fange es zumindest nochmal ganz kurz an. So. Gehen wir hier nochmal kurz hoch. Überlege gerade, ob ich jetzt alles erzählt habe. Auf jeden Fall für diese Folge. Es war wieder ein bisschen durcheinander, weil ich halt übers Bauen reden muss. Und über das, was ich heute gemacht habe. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich heute nicht allzu spät ins Bett gehen werde, weil ich bin echt kaputt. Wir haben auch gerade mal 11 Uhr jetzt gerade schon. Und heute wird auch kein Assi-TV geguckt. Also, falls ihr bei den letzten Folgen dabei wart, dann war es ja meistens so, dass ich danach mit einem Kumpel noch irgendwie Love Island UK haben wir jetzt angefangen. Nachdem wir ein paar deutsche Serien geguckt hatten. Das Witzige ist halt, dass die ganzen Serien eigentlich von einem Produktionsunternehmen kommen und das kein deutsches ist, aber das meiste kommt halt wirklich von ITV. Da müsste man drauf achten, falls ihr Fernsehen gucken solltet, aus irgendeinem Grund. Am Ende von so Shows, auch DSDS und so weiter, da stehen ja dann immer so ein bisschen die Credits und da steht dann halt auch immer die Produktionsfirma und ganz oft steht da zum Beispiel ITV und ITV ist ein britischer Fernsehsender, einer der größten da. Und da seht ihr dann zum Beispiel auch, dass DSDS und Supertalent und Bachelor und so weiter alles eine Erfindung von ITV ist. Und die das halt einfach in Deutschland auch nur vertreiben. So, und ich glaube, wenn wir von hier das jetzt verbinden, nach da, von hier, das könnte ganz cool sein. Und wenn wir die beiden dann noch verbinden, dann sieht das auch nicht so übertrieben hoch aus. Wie wir das dann nach da hinten machen, ist halt die Frage. Und wie wir den halt irgendwie nach hier unten verbinden, ist halt auch noch die Frage. Aber an sich, glaube ich, wird das ganz nice. Und hier müssen wir halt dann auch mal gucken, dass wir vielleicht sagen, man verbindet hier diesen Teil noch mit dem Teil da unten. Und eine Sache werde ich jetzt noch machen und der wird jetzt so wegfliegen. Hui! Okay, er ist gestorben, aber er wäre weggeflogen. Wie dem aber auch sei, 17,5 Minuten. Das reicht für heute, wenn es euch gefallen hat. Gerne Like und Abo da lassen, dann sehen wir uns morgen in alter Frische ganz normal wieder. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, ja, bis dann. Ja. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.